Gleichwürdigkeit bedeutet für mich, dass wir Menschen, egal welches Alter sie haben, welchen Hintergrund sie haben, natürlich auch egal welche Hautfarbe, welches Geschlecht und so weiter sie haben, wir mit einer gleichen Würde behandeln können. Das bedeutet aber nicht, dass wir sie gleich behandeln. Indem die Bedürfnisse aller gehört werden. Und wenn die alle mal auf dem Tisch sind, dann kann man sich auf eine Entscheidungsebene begeben. Dann kann man nach Lösungen suchen. Okay, das probieren wir jetzt so und so lange aus und dann schauen wir, wie ist es uns mit dieser Lösung gegangen. Und insofern waren wir nicht so, also wir haben nicht so geklebt an dieser Lösung als einzige Strategie, sondern es war einfach nur ein Versuch. Das Schlauste, was uns gerade eingefallen ist. Und mei, in 2 Wochen sind wir schlauer und dann fällt uns einfach vielleicht noch was Besseres ein, was besser passt. Also ich fand es leicht, ja. Für mich ist ein Fundament entstanden. Und dieses Fundament ist sowas wie, es gibt einen Raum, ich bin wichtig und ich werde gehört. Und erst recht, wenn es brenzlig wird, werde ich gehört. Das schaut nach außen so aus, als würde das Kind jetzt versuchen, der Mutter weh zu tun. Was für mich ziemlich klar geworden ist, als ich diese Szene gesehen habe, war, dass das Kind einfach merkt, dass es hier in keinster Weise gehört wird. Was ich für wichtig finde, ist, dass Eltern an der Stelle tatsächlich auch mal wirklich an den Punkt kommen, von sich zu reden, sich zu zeigen und das eindeutig zeigen. Ja.